Hallo Leute, heute geht es um einen der größten Raubzüge der Weltgeschichte. Eine Frau hat es geschafft, insgesamt über 3 Milliarden Euro abzuzocken und Millionen Menschen weltweit übers Ohr zu hauen. Wie hat sie das geschafft? Ganz einfach. Sie hat einen aktuellen Trend erkannt und einen uralten Marketingtrick angewandt. Bevor es losgeht, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und los geht's! Ausgelassene Partys, pompöser Schmuck, luxuriöse Urlaube. Dr. Ruscha Ignatova, besser bekannt als die Krypto-Queen, lebte das Leben, wovon viele träumen. Finanziert durch eine der größten Betrügereien unserer Zeit, die OneCoin-Abzocke. Ignatova wurde in der bulgarischen Hauptstadt Sofia geboren und lebte dort, bis sie 10 Jahre alt war. Dann zog sie nach Deutschland, nach Schramberg in Baden-Württemberg. Nach ihrer Schulzeit studierte sie Jura in Konstanz und machte dort ihren Doktortitel. Ihre Mitschüler empfanden sie immer als gerissen, egomanisch und immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Diese Wesenszüge kamen auch in ihrer beruflichen Karriere zum Vorschein. Im Jahr 2016 investierte Ignatova das Erbe ihres kürzlich verstorbenen Vaters. 25.000 Euro investierte sie, um ihre eigene Kryptowährung und Firma zu gründen. Durch eine neue Blockchain-Technologie seien die Gewinne garantiert. Die erfolgreiche Unternehmerin schaffte es sogar aufs Cover des bulgarischen Forbes Magazines. Hört sich nach einer richtigen Erfolgsstory an, ist aber erstunken und erlogen. Die Forbes-Titelgeschichte ein Fake. Folgendes ist wirklich passiert. Ignatova hat sich im Jahr 2014 mit einem Netzwerk-Marketing-Spezialisten zusammengetan. Gemeinsam gründeten sie die Firma OneCoin. Die Idee dahinter, eine eigene Kryptowährung schaffen und durch Investoren Geld einheimsen. Der Bitcoin war damals gerade in aller Munde. Diesen aktuellen Trend hatte Ignatova erkannt. Anleger waren heiß auf Kryptowährung. Eine Blockchain-Technologie sollte sicherstellen, dass immer nur eine bestimmte Menge Coins geschürft werden können. Die Nachfrage und die Kurse steigen und ebenso die Gewinne der Anleger. Um Investoren anzuwerben, bediente sie sich einer uralten Marketingmasche, einem Pyramidensystem. Das funktioniert so: Investor 1 wirbt einen Investor 2 an, Investor 2 investiert 10.000 Euro, Investor 1 bekommt davon eine Provision von 1.000 Euro, wirbt Investor 2 jetzt einen Investor 3 an und dieser investiert ebenso 10.000 Euro, bekommt Investor 2 1.000 Euro und Investor 1 davon 500 Euro. Je mehr Investoren, desto mehr Provision für die Anwerber. Richtig absahnen tun aber lediglich die an der Spitze, also vor allem Ignatova. Dieses Gewinnversprechen und Ignatovas überzeugendes Auftreten löste eine Kettenreaktion aus. Sichere Gewinnversprechen sowie eine Provision für Neuanwerbungen lockten enorm viele Anleger an. Innerhalb weniger Monate flossen 150 Millionen Euro an OneCoin. Im Jahr 2016 machte die Firma über 2 Milliarden Umsatz. Insgesamt nahm Ignatova mit ihrem Unternehmen über 3 Milliarden Euro ein. Klingt nach einer Win-Win-Situation. OneCoin ist ein Erfolg, die Kurse steigen und die Anleger verdienen Geld. Doch dabei gab es ein Problem. Der OneCoin war komplett wertlos. Die Blockchain-Technologie hatte es laut Ermittlungen nie gegeben. Die steigenden Kurse waren frei erfunden. Ein Chatverlauf zwischen Ignatova und einem Mitarbeiter zeigt, wie willkürlich sie den Preis des OneCoin festlegten. Mitarbeiter: Die neue Mining-Schwierigkeit ist 300, der One-Preis 29,95 Euro. Ignatova: Wann? Mitarbeiter: Ich schlage vor, am Montag. Ignatova: Großartig. Doch der Schwindel flog auf. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurden erst finnische, dann schwedische und chinesische Behörden auf OneCoin und Ignatova aufmerksam. Im April 2017 fror die deutsche Finanzaufsicht dann ein Konto eines OneCoin-Geldeintreiberunternehmens ein. Im August ermittelten bereits 20 Behörden weltweit. Die Anleger fühlten sich zu Recht betrogen und wollten sich ihr investiertes Geld auszahlen lassen. Doch das erhielten sie nicht, stattdessen wurden sie mit Ausreden vertröstet. Das Geld ist weg. Ignatova untergetaucht. Am 25. Oktober bestieg sie ein Flugzeug von Sofia nach Athen, danach verlor sich jede Spur.
Ihr Bruder, der die Firma nach ihrem Verschwinden leitete, sowie andere Hintermänner sind mittlerweile wegen Betruges verhaftet. Ignatova ist immer noch auf der Flucht. So Leute, das war's auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk uns doch einen Daumen nach oben. Solltest du Anmerkungen oder Fragen haben, dann kannst du uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues Video mehr verpasst. Okay, bis zum nächsten Mal.